Mal schauen, was da noch alles kommt. Vertiefen wir dieses Thema jetzt mit der Wirtschaftsexpertin und amerikanischen Rechtsanwältin Sandra Navidi. Frau Navidi, ich grüße Sie. Hallo. Hallo, Herr Böker. Wie sehr bebt es denn jetzt politisch in den USA? Naja, mit einer Anklage war zu rechnen. Das lief ja auch schon während Trumps Präsidentschaft. Da hatte allerdings das Justizministerium behandelt wie seine persönliche Anwaltskanzlei und den damaligen Bundesjustizminister Bill Barr als seinen persönlichen Anwalt. Der hat damals auch schon Ermittlungen gegen Trump in New York blockiert, unterwandert, mal ganz davon abgesehen, dass der auch versucht hat, das Wahlergebnis zu kippen aufgrund von Trumps Anweisung. Aber jetzt, wo Trump nicht mehr im Amt ist, sind seine Möglichkeiten begrenzt. Deswegen ruft er jetzt seine Anhänger zu gewaltsamem Widerstand auf. Und er hat auch ein Foto gepostet von ihm mit einem Baseballschläger, also Donald Trump, neben dem Bild von dem Oberstaatsanwalt von New York, Bill Barr, was als Aufruf zur Gewalt gilt, auch mit dem Wortlaut, der darunter steht. Das ist wieder ein erneuter Straftatbestand, was wahrscheinlich ein Grund ist, warum Donald Trump das Bild dann letztendlich wieder gelöscht hat. Aber die Republikaner werden wahrscheinlich ihn auch unterstützen. So hat Ron DeSantis bereits angekündigt, wenn ein Auslieferungsgesuch stattfinden würde von Florida, dann würde er diesem nicht nachkommen. Frau Navidi, ordnen wir das Ganze doch einmal juristisch ein. Deswegen die Frage an Sie, wie brisant ist diese Anklage? Es gibt ganz viele Straftatbestände, die man verfolgen könnte, die auch schon bereits anhängig sind. Die genau der Anklagewortlaut ist noch nicht öffentlich. Ich denke, dieser Straftatbestand ist relativ einfach nachzuweisen. Er ist allerdings für die Bevölkerung und insbesondere für seine Anhänger. Man muss eine gedankliche Assoziation, es ist ein Abstraktionslevel. Er hat eine Pornodarstellerin bezahlt für ihr Schweigen. Das an sich ist zwar noch nicht strafbar. Er hat das gemacht, auch hat es zu einer Steuer, wie sagt man, er hat Steuern nicht dafür bezahlt. Das wäre ein Vergehen. Aber wenn jemand das einsetzt, um der Öffentlichkeit Tatsachen vorzuenthalten, um eine Präsidentschaftswahl zu gewinnen, dann könnte das ein Verbrechen sein, wenn man es denn nachweisen kann. Und hierfür gibt es Zeugenaussagen, die sich decken. Und es gibt auch im Hinblick auf Dokumente ergänzende Beweise. Also von daher, der Staatsanwalt von New York hätte diesen Fall wahrscheinlich nicht gebracht, wenn er sich nicht relativ sicher wäre, dass er das nachweisen kann. Garantiert ist es natürlich nicht, dass es zu einer Verurteilung kommt. Könnte Trump dafür ins Gefängnis kommen? Ja, Trump könnte dafür ins Gefängnis kommen. Allerdings wird es Trump könnte dafür ins Gefängnis kommen. Es wird allerdings wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis so ein Fall dann vor Gericht kommt. Es ist ein Geschworenengericht. Also theoretisch ist es sogar möglich, dass Trump als Präsident gewählt wird, dass er dann verurteilt wird für diesen Straftatbestand. Wenn das passiert bei einem Präsidenten, dann würde das wieder zu einem erneuten Impeachment-Verfahren führen. Der Ausgang davon ist offen, weil die Republikaner stehen ja hinter Trump, komme was wolle. Also es ist ein absoluter Präzedenzfall, der noch nie vorgekommen ist. Deswegen ist es auch schwer, genau vorherzusagen, wie es ausgehen wird. Jetzt ist dieser Fall ja vergleichsweise gering im Vergleich zu den Vorwürfen in Bezug zum Beispiel auf den Sturm auf das Kapitol und andere Fälle. Deswegen die Frage, lohnt sich diese Anklage überhaupt? Naja, normalerweise ist es so, bei Normalbürgern hat man einen Straftatbestand verwirklicht und es besteht ein ausreichender Anfangsverdacht, dann wird das geahndet, ungeachtet der Tatsache, ob es sich lohnt oder nicht oder ob es politisch opportun ist. In diesem speziellen Fall allerdings droht die Verjährung. Deswegen musste sich die Generalstaatsanwaltschaft von New York diesen Fall jetzt annehmen, sonst wäre es möglicherweise zu spät gewesen. Aber bitte eben nicht vergessen, dass auch noch andere Verfahren auf Bundesebene anhängig sind und dann auch noch eins in Georgia wegen versuchten Wahlbetrugs. Und die haben auch relativ wasserdichte Beweise. Aber in den USA ist es auch wie in Deutschland, die Mühlen der Justiz mahlen langsam. Und Trump muss natürlich über jeden Zweifel erhaben, überführt werden, sonst greift es nicht. Sagt die USA-Expertin und amerikanische Rechtsanwältin Sandra Navidi. Frau Navidi, herzlichen Dank für das Gespräch.